Am Donnerstag übernimmt General Rudolf Stridinger in Anwesenheit von Verteidigungsministerin Claudia Tanner im Rahmen eines militärischen Festaktes in der Maria-Theresien-Kaserne offiziell sein neues Amt als Chef des Generalstabs. Für mich ist das ein besonderer Ort, die Maria-Theresien-Kaserne. Vor drei Wochen, gut drei Wochen und 43 Jahren bin ich hier durch dieses Kasernentor gegangen und habe in diesem Block da hinten meine ersten Schritte als EF-Grundwehrdiener, Wehrmann Stridinger, begonnen. Ein weiter Weg, 43 Jahre vom Beginn meiner militärischen Laufbahn bis hierher an die Spitze. Vertrauen ist das Lebenselixier freier, demokratischer Gesellschaften. Und genau deswegen bedanke ich mich bei dir, Frau Bundesministerin, dass du das Vertrauen in mich gesetzt hast und dich dann für mich entschieden hast. Vielen Dank dafür. Abschließend möchte ich mich bei allen Kommandantinnen, Kommandanten, Leiterinnen und Leitern, die mich durch die letzten Monate getragen haben, seitdem General Brieger in Brüssel ist, wirklich sehr herzlich bedanken für die großartige, loyale und kameradschaftliche Unterstützung. Keine Selbstverständlichkeit, weiß man doch nicht, wer dann wirklich vorne steht. In diesem Sinne rufe ich Ihnen allen zu, gehen wir es an, zum Wohle des österreichischen Bundesheeres. Dankeschön.